Auf der einen Seite sehe ich das als sehr wichtig an, dass man halt genaues Zahlenmaterial hat, dass man gewisse auch Diskriminierung oder Benachteiligung auch erstmal qualifizieren kann, dass man genau hinschauen kann und dass man auch zielgruppenspezifische Angebote machen kann, ohne dass sie folkloristisch werden. Also dass wir jetzt irgendwie einen arabischen Abend oder einen marokkanischen Abend machen und eigentlich sind es Jugendliche, die in ihrem Leben noch nie in Marokko oder in der Türkei waren, sondern hier aufgewachsen, eigentlich Deutsche sind. Aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, halt ihre Herkunftskultur, so wie Sie eben gesagt haben, wertzuschätzen. Aber dennoch denke ich, dass man aufpassen muss und immer zu diesen Balanceakt, diesen Spagat zwischen Förderung und Stigmatisierung machen muss. Und genau deshalb gibt es ja auch nicht die Anzahl, die Zahlen in Frankreich, weil man auch Angst hat vor Stigmatisierung. Also wenn man jetzt noch in der vierten Generation von Migrationshintergrund spricht, dann zeigt man ja mit dem Finger. Und auch wir im DJW haben Probleme. Wir wollen gerne mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten, aber wir müssen erstmal mit dem Finger auf sie zeigen. Und wie fühlt sich denn ein Jugendlicher, wenn er jetzt nach Deutschland und nach Frankreich fahren kann, nur weil er benachteiligt ist? Oder da sehe ich schon ganz große Probleme und ich kann es nicht so richtig auflösen, diesen Widerspruch. Aber ich finde es wichtig, dafür zu sensibilisieren und ich denke schon auf lokaler Ebene, dass man auch für die Kommune mit Zahlen arbeiten sollte, um die wirklich die richtigen kommunalen Instrumente zu entwickeln.